Mouse Goes TV. Ein Titel, der bezüglich meines selbst ausgebauten Schlafanhängers erst einmal auf die falsche Fährte lockt. Zwar ist mein Anhänger im Lokalfernsehen und auch bei YouTube häufiger zu sehen, doch heute ist es umgekehrt. Das Fernsehen kommt zur Maus. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Allen treuen Zuschauern vielen Dank für das große Interesse an meinem selbst ausgebauten Schlafanhänger. Wie so oft ist eines klar, es wird wieder gebastelt. Hierzu vorweg an die Adresse der wenigen, aber ewig nörgelnden und zudem unfreundlichen Besserwisser. Natürlich geht das alles schöner, anders und auch professioneller. Doch das zu schreiben ist überflüssig, denn in Sachen Unhöflichkeit fahre ich einen klaren Kurs. Ich lasse das auf meinem Kanal nicht zu. Diese Kommentare tauchen ohnehin niemals auf, denn sie schaffen die Freigabe nicht. Außerdem sperre ich solche User konsequent. Doch zurück zu meinem Bastelvorhaben. Warum nun das wieder? Naja, die Abende in meinem Anhänger sind recht simpel gestaltet. Erst werden die Filmaufnahmen des Tages auf meinem Notebook gesichert, dann wird gekocht und schlussendlich wird noch der ein oder andere Film geschaut. Bisher immer ein ziemliches Gekrame und Geschiebe, denn steht das Notebook auf dem Tisch, dann passt dort nicht viel anderes hin. Mein Notebook ist 14 Jahre alt, riesengroß und schwer, sodass auch hier ohnehin etwas Zeitgemäßeres her muss. Und dann ist ja noch ein 12-Volt-Fernseher in unserem Wohnwagen, der dort nicht gebraucht wird, wenn ich mit der Maus unterwegs bin. Also werde ich den in das Projekt mit einbinden. Es folgt einiges an Grübelei, denn der Fernseher soll platzsparend unter die Decke. Glücklicherweise gibt es im Campingbereich fast alles, was man sich nur ausdenken kann. Und so trudelt dann wenige Tage später bereits eine Drehhalterung für die Deckenmontage des Monitors bei mir ein. Wegen der Platzierung muss ich ein wenig herumprobieren. Als Monitorersatz hält ein Stück Pappe her. Nachdem klar ist, wo er hin muss, geht es um die Montage. Zwar ist auch die Decke meines Anhängers aus den sehr stabilen 15 mm GFK beschichteten Tischlerplatten gefertigt und zusätzlich mit zwei Alu-Vierkantrohren ab Werk verstärkt, trotzdem scheint es mir etwas unsicher, die Halterung direkt anzuschrauben. Die Schrauben dürfen nur 12 bis 13 mm eindringen. Das hört sich erst einmal nicht so sicher an. Immerhin wirken während der Fahrt ja ganz andere zusätzliche Kräfte auf das Konstrukt ein. Es scheint mir also sinnvoll, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen. Denn dem kleineren Fuß der Haltung alleine möchte ich nicht vertrauen. Eine Tischlerplatte mit 30x30 cm macht das Rennen. Mit reichlich Sikaflex und sehr vielen Schrauben scheint mir dies die bessere Basis. Am nächsten Tag wird auch der Deckenhalter angeschraubt und auch hier gibt es noch einen guten Klecks des Universalklebers on top.
nächsten Schritt muss ich eine platzsparende Halterung für das Notebook finden. Praktischerweise arbeitet das auch zugeklappt, was den Vorteil hat, auf dem Tisch liegt nur noch die Funkmaus nebst Tastatur. Aus einem Blechrest biege ich mir eine Halterung und damit es nicht nach vorne herauskippt, wird mittels Spanngummi gesichert. Hört sich leicht an, aber ist wie immer, wenn man wie ich ohne Plan rangeht, ein ständiges Neuerfinden und Ausprobieren. Doch, alles gelingt wie gewünscht. Allerdings fehlt noch die Stromversorgung für Notebook und Monitor. Das finde ich etwas schwieriger, denn für das Notebook brauche ich 19 Volt, für den Bildschirm 12. Also müssen schon mal zwei verschiedene Leitungen gelegt werden. Zwar könnte ich das Notebook auch mit dem normalen Netzteil betreiben, was mit Landstrom auch kein Thema wäre, allerdings müsste ich beim Freistehen den Wechselrichter einschalten. In meinen Augen macht es energetisch keinen Sinn, aus 12 Volt 220 Volt zu erzeugen, um die dann wiederum auf 19 Volt herunter zu transformieren. Auch stört das Netzteil eigentlich immer. Also habe ich mich für dieses winzige Gerät entschieden, das die 12 Volt ohne den Umweg zu 19 Volt hochtransformiert. Das ist deutlich verlustfreier und ich kann es fest im Anhänger verbauen. Das Kabel lässt sich durch die Verstärkungsprofile an der Decke gut verstecken und auf den offenen Strecken montiere ich noch einige Kabelkanäle. Lediglich der Stecker fürs Notebook ist das Problem. Es sind 15 Adapter mitgeliefert, aber von denen passt keiner. Der richtige Stecker hat außen 3 und innen 1,1 mm. Eine Herausforderung ist es bereits, dies genau zu ermitteln. Den Stecker zu besorgen ist dann das kleinere Problem. 2 Tage später wird auch der von der Post geliefert. Die Stecker zu verlöten stelle ich mir nicht allzu leicht vor, weshalb ich gleich mal 3 Stück bestellt habe. Gut, dass ich da Verlust eingeplant habe. Denn erst im 2. Anlauf klappt's. Ich hatte nicht die Nerven, das zu filmen, löten ist ebenso gar nicht meine Stärke. Die 12-Volt-Leitung ist dann etwas einfacher. Allerdings erfordert die Verlegelänge von 9 Metern einen stärkeren Kabelquerschnitt. Mit dem Kabel geht es um einige Ecken, aber schlussendlich gelingt auch das. Beide Leitungen sind natürlich mit Kfz-Sicherung zusätzlich abgesichert. Soweit ist jetzt alles betriebsbereit, aber mir bereitet die eigentliche Bildschirmbefestigung an den 4 kleinen Schrauben hinsichtlich der Fahrerei einige Sorge. Es ist auch offensichtlich die schwächste Stelle in der gesamten Befestigungskaskade. Eine Transportsicherung muss her. Ich befestige 2 handelsübliche Beschlaggriffe an den Alu-4-Kantoren. Mit einer dünnen Sperrholzplatte als Druckentlastung und einem Spanngurt darunter scheint mir der Transport jetzt sicherer. Zwischen Decke und Bildschirm steckt außerdem noch ein Stück Schaumgummi. Es scheint jetzt alles stoß- und rüttelsicher verpackt. Doch eins ist mir jetzt schon bewusst. Bei der ersten Fahrt werde ich sicher deutlich häufiger stoppen als gewöhnlich. Meine Bastelei muss sich halt doch erst noch in der Praxis bewähren. So, das soll es für heute gewesen sein. Vielleicht ist ja die ein oder andere Anregung für euch dabei. Und wenn es nur der Gedanke ist, raus in die Natur zu gehen. Denn bei all dem, was ich hier zeige, ist mein Anhänger lediglich ein Schlafplatz für meine Individualreisen in die Natur. Thank you.
Jedenfalls hat es mich gefreut, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Und los geht's mit euren Kommentaren.